Der freie Wille und die Schuldfähigkeit. Es geht also darum, dass der Mensch einen freien Willen hat, um sich zu entscheiden. Tut er Recht oder tut er Unrecht? Oder tut er Gutes oder Böses? Nehmen wir einmal an, es gäbe diesen freien Willen. Und das ist eine der größten und auch eine der geheimsten Diskussionen in unserer Zeit. Dann sollte man feststellen, es gibt diesen freien Willen gar nicht. Sollte man überhaupt nur feststellen, dass er von zu vielen Unwägbarkeiten abhängt, dieser sogenannte freie Wille, dann wäre ja immer noch die nächste Frage, was ist denn gut und böse? Und das ist nicht minder umstritten. Ist es gut zu sagen, du sollst nicht töten? Aber damit ist selbstverständlich nur ein Tier gemeint. Die Biologen sagen Säugetier, Mensch. Und alle anderen Tiere natürlich nicht. Ist das recht? Ist das gut und böse? Fragezeichen. War Robin Hood ein Guter? Oder war er einfach nur ein Räuber aus dem Wald? War Stauffenberg ein Guter? Ganz böse Menschen behaupten, er hatte nichts Gutes im Sinn, nur seine eigene Karriere, die er nicht in dem System, in dem er lebte, in guten Händen sah. Aber wollen wir mal sagen, wie auch immer seine Motivation war, es war ein guter Gedanke, den Diktator töten zu wollen. Oder doch nicht? War es einfach nur schlicht eine verbrecherische Idee? Hat er Schuld auf sich geladen und ist dementsprechend zu Recht umgebracht worden?